Ich habe mir 3 Hektar Land in Portugal gekauft und in diesem Video möchte ich auf diesen Kommentar eingehen. Ich werde euch also Updates zu meinem Land geben, versuche mehr Bilder sprechen zu lassen und versuche euch aber diesmal auch mit Luftaufnahmenbildern alles deutlicher zu erklären und zu zeigen. Würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde Gassi mit meinem Hund, oder? Runde Gassi? Das ist Kumba, den habe ich vor 3 Jahren, ist mein Freund geworden hier. Seit 3 Jahren lebe ich jetzt schon hier, seit 1,5 Jahren besitze ich 2,8 Hektar Land und das kann ich. Da hat die GoPro mal wieder den Ton aufgegeben. Ich muss mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Also ich habe 3 Tage lang an der Straße, an der Zufahrt zu meinem Land gearbeitet. Was ich dort noch nicht wusste, dass ein Haufen Regen noch kommen wird. Ich melde mich kurz aus der Zukunft. 7 Tage später, es hat die letzten 3 Tage extrem, extrem geregnet. Deswegen war ich nicht auf meinem Land, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Straße nicht befahrbar ist. Aber ich bin positiv überrascht. Also mein Ziel war es, die Mitte von der Straße trocken zu halten. Das heißt, ich habe mit der Hacke immer so Rillen reingemacht, dass das Wasser seitlich abfließt, wo der Hang runtergeht. Und große Löcher habe ich mit großen Steinen gefüllt. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie weggespült werden, aber die haben das überraschenderweise gut überstanden. Jetzt sieht man hier noch die Fahrrille, die ich gestern reingemacht habe. Das heißt, das muss ich noch ein bisschen beheben, aber ansonsten finde ich das ein recht gutes Ergebnis. Dann der schlimmste Bereich von allem ist dieser steinige Weg hier. Ich habe die jetzt die ganze Zeit auf die Seite geworfen, weil so spitze Steine machen das Auto kaputt. Und wirklich, das ist eine Stelle, hier fahre ich immer drüber, mache die Augen zu und hoffe einfach, dass mein Auto das überlebt. Und wieder aus der Zukunft. Das Gute an diesem Teil ist, es ist wetterbeständig. Also hier ist es eigentlich egal, ob es regnet oder trocken ist. Es ist zwar immer noch holprig, aber immerhin kann ich hier fahren. Der dritte Bereich wären solche Stellen mit so riesen Löchern. Also hier bin ich letzte Woche jedes Mal aufgeschlagen. Deswegen muss ich hier oben auf jeden Fall ein bisschen von dem Stein abtragen, hier auch. Und hier in der Mitte alles mit Steinen auffüllen. Und wieder aus der Zukunft. Diese Stelle ist noch nicht hundertprozentig fertig, würde ich sagen. Ich bin gestern gefahren, ich bin nicht aufgesetzt, schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe hier ganz viele Steine reingelegt. Ich glaube, da kann ich noch mehr und noch größere. Ich glaube, ein paar von den Steinen wurden auch weggespült. Wenn hier sich eine Grube bildet, dann werde ich wieder aufstoßen. Kommen wir zu meinem aktuellsten Bauprojekt, die Autoküche. Und hier auch meine allererste Empfehlung für alle, die vorhaben, sich Land zu kaufen. Ich würde mir auf jeden Fall als allererstes eine Küche bauen. Weil ich denke, Essen gehört zum Arbeiten mit dazu, man braucht Energie. Und jetzt, wo ich hier so eine Küche habe, mit ganz einfachen Regalen und so weiter, ist es so geil. Und falls es zu windig wird, kann man so eine Box nehmen. So koche ich jetzt, meinen Holzofen muss ich noch herbringen und so weiter. Da hat mir hier einen schönen Windschutz. Ich genieße es zurzeit echt so extrem, eine Küche zu haben. Ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Windschutz, wie man deutlich sieht, brauche ich noch. Und außerdem noch eine Überdachung. Aber man sieht jetzt schon im Hintergrund die Höhlen. Und dort will ich Bushcraft anbieten, wenn ihr das hinten rechts seht. Da das aber gerade überhaupt keine Priorität hat, überspringen wir das Thema Bushcrafting, aber ich zeige euch trotzdem das Stück Land. Ich habe euch ja in einem vorigen Video das ganze Land schon gezeigt und in 3 Bereiche aufgegliedert. Also in den Gästebereich, in die Wildlife Zone und in meinen privaten Bereich. In diesem Video will ich jetzt aber eher auf die Punkte eingehen, Selbstversorgung, also Thema Gärtnern und so weiter. Und mein Hausbau, das Thema Hausbau, ich sag mal mit nahezu ohne Geld. Und ja, hier im ersten Bereich zum Thema Lebensmittelversorgung habe ich ein riesen Projekt vor. Also der Bereich hier hat, glaube ich, so, ich schätze mal 8000 Quadratmeter, also 0,8 Hektar. Und hier habe ich echt vor, ein riesen Food Forest zu bauen, dass ich mich hier, nicht nur mich, sondern wirklich, mein Ziel ist auch, andere Leute mit zu versorgen. Dass man hier einfach herkommen kann, jeder, und kostenlos Pfirsiche pflücken, Orangen pflücken, was auch immer. Blendet euch da mal ein Bild ein, was mein Plan ist. Und das ist aber Priorität relativ weit hinten. Ich bin schon am Visualisieren. Das wird mich aber hier wahrscheinlich alles an die 10 Jahre dauern. Also auch für diejenigen, die auch sowas vorhaben wie ich, lasst euch Zeit. Nehmt euch wirklich Zeit, weil die werdet ihr brauchen, wenn ihr wenig Geld habt. Es gibt auch Grundstücke zu kaufen, ich sag mal ab 50.000 Euro aufwärts, die schon ein fertiges Haus haben, die schon einen Garten vorbereitet haben. Dann könnt ihr euch das ganz schnell und einfach machen.
Und da ich ja aktuell aber auch essen muss und nicht erst in 10 Jahren, zeige ich euch jetzt noch, was ich aktuell anbaue. Und ich muss sagen, ich bin da relativ viel am Rumexperimentieren, weil ich bin ein großer Fan von Wildkräutern und tatsächlich, wo ich mir das Land damals gekauft habe, November 21, war das genau derselbe Monat, wo ich mein allerletztes Gehalt bekommen habe. Das heißt, ich wusste schon, ich bin pleite und habe damals mein erstes Experiment gemacht, ein Monat leben ohne Geld und habe mich dann wirklich fast nur von Wildkräutern ernährt und so weiter und kam dann auf die Idee, in dieser Wildlife Zone Pflanzen zu pflanzen und versuchen, die wild wachsen zu lassen, dass ich mich da niemals drum kümmern muss. Also Brombeeren zum Beispiel wachsen wild, Vogelmeere, da gibt es schon relativ viel, aber ich möchte mich nicht mehr so trocken und fad ernähren. Und habe mich dann auch sofort auf die Suche gemacht, wo ich hier anbauen kann. Und tatsächlich ist es sehr, sehr schwer hier. Man sieht, das ist alles im Gelände, unten ist ein Bach, aber hier sind so viele Felsen. Und ja, ich habe immer so einen Satz im Kopf, den mir damals jemand gesagt hat, als ich Land gesucht habe. Lieber einen guten Hektar wie drei schlechte Hektar. Und ich habe ja jetzt 3 Hektar hier. Und ich sag mal, für die Selbstversorgung, ich würde es jetzt nicht als schlecht betiteln, aber ich sag mal, mit einem schönen flachen Hektar direkt an einem Fluss, der ganz Jahreswasser hat, ist alles viel einfacher, wie wenn man hier anbaut. Und dann stehen wir jetzt hier schon in dem Bereich, wo ich mal, ich nenne es mal, meine erste Fehlentscheidung getroffen habe. Ich habe nach Land gesucht, nach Fläche, wo ich anbauen kann. Die kam mir am einfachsten vor, dass ich hier Terrassen baue und hier anbaue. Und auch hier wieder alles kostenlos und alles per Hand. Ich habe hier einfach die Büsche genommen, die hier waren, habe daraus Terrassen gemacht. Und der Boden hat sich auf jeden Fall verbessert, aber man kann hier nicht richtig anbauen. Das ist alles zu anstrengend, das Wasser fließt sofort ab, der Boden ist sehr sandig. Und dann habe ich diesen wunderschönen Bereich gefunden. Und ich muss sagen, mich erfüllt es so mit Freude und Stolz, diesen Bereich hier zu sehen. Und das nicht nur, weil ich hier alles so wunderschön finde und ich weiß, wie viel harte Arbeit dahinter steckt. So, das waren jetzt, glaube ich, 2-3 Tage Arbeit. Also hier alles, was hier frei ist, sah ganz genau so aus. Also da war wirklich 2 bis 3 Meter hohe Farn. Ich kann jetzt auch endlich mal selber experimentieren, wie ich Lust und Laune habe. Ich habe hier ein Hügelkulturbeet, weil ich kenne ja wirklich richtig geil erfahrene Menschen, die wirklich Ahnung von Permakultur haben. Und die mir dann immer sagen, man kann das nicht ohne Wasser machen, man kann das nicht ohne Wasser machen. Und selbst die größten Experten kann ich jetzt hier überzeugen. Knoblauch und Karotte, kein Tropfen Wasser. Und hier experimentiere ich gerade, was passiert, wenn man Knoblauch nicht erntet. Und der Bereich hinter mir, das war ein reines Farnfeld. Hier ist nur Farn gewachsen. Und ich sag mal, von der Arbeit her ging das. Die richtige Arbeit ist hier. Da habe ich mehrere solche Bereiche, die komplett nur mit toten Bäumen und toten Büschen und Brombeeren, Dornen. Ei, seht ihr das? Alles, was einem wehtut, wächst hier. Und das ist ein Riesenprojekt. Bis dahin, das geht noch ca. 300 Meter, ist es mein Land, will ich alles Food Forest haben. Ich habe wieder eine neue Spende bekommen. Also vielen Dank, ich blende es euch mal ein. Diesmal wurde ein Apfelbaum gewünscht und der kommt hierher. Aber bis ich den pflanzen kann, muss ich hier erstmal alles schön aufräumen. Und das ist richtig viel Arbeit, weil es soll jetzt 8 Tage durchregnen, kalt sein, richtig unbequem. Und in der Zeit habe ich eigentlich immer unten in der Community im Haus gelebt. Ich möchte jetzt aber wirklich hier viel arbeiten und zu einem 100%ig autarken Leben, das heißt selbst Baumaterial und alles selber anbauen, braucht man nicht nur einen Garten, sondern auch Bauholz. Und da habe ich hier jetzt zum Beispiel viele Haselnussruten geerntet. Für den großen Food Forest, den ich in 10 Jahren bauen will, habe ich hier die Trauerweide. Und das werde ich dieses Jahr machen, mir ganz viele Bäume suchen, die hier schon mal parken, sage ich mal, wurzeln lassen, damit ich die dann diesen Winter drüben pflanzen kann. Wir haben ja auch Feige. Und dann würde ich sagen, ist das auch direkt die Überleitung zum Hausbau. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, weil zum Thema Hausbau gehört nicht nur der Bau vom Haus, sondern alles drumherum. Erstmal die Stämme fällen. Das heißt, du musst wissen, wie man einen Baum fällt, du musst wissen, wie man ihn entrindet. Du brauchst eine Holzlager, um das Holz zu lagern. Du brauchst ein Jahr mindestens, um das Holz zu lagern. Dann musst du die Holzstämme so vorbereiten, dass du sie mit Holznägeln bauen kannst. Dann musst du dich für einen Standort entscheiden und wenn du gerade frisch Land kaufst und alles verwildert ist, hast du eigentlich kaum eine Übersicht von deinem Land. Du weißt gar nicht wirklich, wie dein Land aussieht. Und ja, nach langem Rumüberlegen, ich habe zuerst vorgehabt, neben dem Eukalyptuswald mein Haus zu bauen, aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden und ich bin mir zu
85% sicher, dass es hier sein wird. Das heißt, ich zeige euch mal, was meine Idee ist und blende euch dabei Bilder ein. Ich habe jetzt schon bei 5 Hausbauten mitgeholfen und meine aktuelle Idee ist, dass ich hier jetzt praktisch in meinem Haus stehe. Hier geht die Treppe runter und hier ist auch noch Haus. Also ich bin jetzt in meinem Haus. Unten können Wasserleitungen gebaut werden. Hier geht dann die Treppe runter, auch überdacht. Und hier will ich dann so eine Art Winterterrasse machen. Oben und dass man unten dann auch noch eine Überdachung hat und das alles sehr wahrscheinlich aus Sandsäcken. Und dann kommen wir jetzt zu dem zweiten großen Fehler, den ich gemacht habe. Mit dem Hausbau hatte ich ursprünglich geplant, hier zu bauen. Dazu habe ich sogar ein Video gemacht. Ich verlinke es euch mal hier oder hier. Und genau, ich habe mich hier für den Ort entschieden, ehrlich gesagt, weil ich keine freie Fläche gefunden habe und das als erstes gesehen habe. Hier ist ein Laubwald. Und während der Vorbereitung, das heißt, ich habe hier schon mal die Stämme entrindet, habe hier ein Holzlager gebaut, habe das auch dort gelagert, ist mir erstens aufgefallen, wie laut die Strömung ist. Genau hinter dem Holzlager ist die Strömung. Und zum Zweiten, wie feucht es hier ist. Also im Winter, hier schimmelt alles. Und ja, wenn man mit Naturmaterialien arbeitet, ist Schimmel ganz schlimm. Und deshalb habe ich dann nach einem Jahr entschieden, das hier aufzugeben. Nutze das jetzt als normales Lager, aber das war viel Arbeit für nichts. Beziehungsweise für nichts ist der falsche Begriff. Also ich habe hier jetzt trotzdem noch die Strömung zur Verfügung. Ich möchte hier jetzt so einen Spielbereich machen, das heißt, ich möchte hier immer noch ein Haus bauen, aber ohne Wände, dass hier ja nicht so viel schimmelt. Und dann vielleicht so eine Dartscheibe reinmachen, eine kleine Minibar. Und solange das nicht fertig ist, ist das mein Lager. Soll ich alles aus der Mülltonne Dumpster Diving, schöne Teppiche, gelegt noch Holz und ganz viele Spinnen. Und nur damit ihr eine grobe Vorstellung bekommt, wie lange das alles dauert, nur für das Lager da unten, habe ich erstmal eine Woche gebraucht, die Terrasse hier zu bauen. Hier hatte ich dann Paletten. Hier sieht man, dass ich ein paar Bäume gefällt habe. Die musste ich alle hier hinschleppen, alle entrinden, alle zurechtsägen, alles hier aufräumen von den ganzen Ästen. Dann habe ich erstmal das Gerüst gebaut für das Holzlager. Das heißt, ich musste erstmal die ganzen Büsche entfernen, den Boden begradigen und habe dann erst mit dem Bau angefangen nach einer Woche. Der Bau an für sich hat dann einen Tag gedauert, aber ja. Dann sehen wir hier meine Outdoor-Küche. Ja, ich weiß selber nicht genau, was ich jetzt damit machen werde. Der Holzofen kommt hoch und ja, habt ihr vielleicht Ideen, was man da machen könnte? Die Terrasse will ich beibehalten, aber ja, leider aufgegebenes Projekt. Dafür habe ich aber ein neues Projekt und zwar diesen Bereich. Tatsächlich steht hier jetzt gerade mein Haus. Ich habe den Arbeitsbereich hier hochgemacht. Da unten sind Tanne fürs Dach. Hier sind meine Eukalyptusstämme. Die habe ich vor 11 Monaten fällen lassen. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich bereit sein. Und ja, und da möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Weil ich habe jetzt schon mehrere Personen gehabt, die mir wirklich klar machen wollten, dass das nicht möglich ist, was ich hier vorhabe. Also ich weiß noch, November letztes Jahr habe ich das erste Mal gehört, du wirst spätestens in einem Jahr scheitern. Da habe ich vor ein paar Wochen einen Kommentar gelesen, dass es unmöglich ist, sich selbst zu versorgen und spätestens, wenn die Wildschweine kommen, werde ich irgendwie sehen. Und ja, also ich mache das alles jetzt schon seit 4,5 Jahren und wir haben hier mit Wildschweinen zu tun und alles. Also das geht natürlich alles, selbstverständlich geht es. Weil ich denke mir bei solchen Aussagen immer, wie sollen die Menschen vor 500, 600, vor 1000, vor 10.000 Jahren gelebt haben? Die Sache, was ich denke, was eher wichtig ist, was seid ihr bereit aufzugeben? Weil wir leben ja im Überfluss heutzutage, vor allem der Westen. Und sobald es Gebiete gibt auf der Erde, wo die Leute noch so leben wie vor 500 Jahren, werden die als arm bezeichnet. Und dann kommen die Regierungen und hauen da Geld rein, dass sie da ja abhängig werden vom Klopapier, dass sie abhängig werden von irgendwelchen Stromkosten und so weiter. Lasst die Leute leben. Ich war mehrere Wochen in wirklich armen Ländern wie Haiti, Kambodscha, El Salvador und so weiter. Und ich habe wirklich in den Slums teilweise verbracht und auch dort übernachtet. Und es ist eine Beleidigung für die, die als arm zu bezeichnen, weil was die haben, ist Familie und Liebe. Und was wir im Westen und vor allem in Deutschland, die kalte Seele, haben, ist einfach nur Wissenschaft, einfach nur Studien und so weiter. Und gerade das Thema Naturhaus bauen, da gibt es kaum noch richtige Fachbücher. Also alle Sachen sind irgendwie von irgendwelchen Studien belegt, dass das nicht funktioniert. Dann gibt es da eine Studie, das funktioniert nicht. Und
Und da kann ich euch das Buch empfehlen, Vergessene Künste. Dort wird gezeigt, wie man wirklich noch Fachwerkhäuser gebaut hat und so weiter. Und es ist hundertprozentig möglich. Aber was nicht möglich ist, behaupte ich, ist alles alleine zu machen. Man ist mehr oder weniger auf Hilfe angewiesen. Das heißt, entweder ihr seid eine Großfamilie, so wie es früher eigentlich üblich war, dass die Kinder dann mitgearbeitet haben, mitgeholfen. Und jetzt keine Kinderarbeit und sowas, aber hier ist es normal, dass Kinder hier schon Werkzeug benutzen. Kein Spaß, letzte Woche habe ich einen 10-Jährigen mit einer Kettensäge gesehen, der schon einen zerlegten Baum noch zerlegt hat mit einer Kettensäge. Und das ist für den Westen und für die meisten Zuschauer hier wahrscheinlich unverantwortlich. Man kann doch einem 10-Jährigen keine Kettensäge in die Hand geben. Aber ich hoffe, ich kann hier alle beeinflussen, weiterhin meinen Channel anzuschauen. Und ich werde euch alles belegen, dass das alles möglich ist. Für meinen Hausbau habe ich 3 Jahre eingeplant. Also ich muss sagen, bevor ich hier nach Portugal ausgewandert bin, habe ich als Projektmanager gearbeitet für wirklich große Millionen Euro schwere Großprojekte. Und ich habe damals, was ich da erlernt habe, dann auf meine Projekte hier übertragen und meinen Hausbau in 3 Jahren geplant. Das heißt, im ersten Jahr wollte ich nur meine Materialien sammeln und lagern, habe ich geschafft. Und im zweiten Jahr will ich den Arbeitsbereich vorbereiten und das Material schon mal dahin bringen. Und erst im dritten Jahr habe ich vor, das Haus zu bauen. Und genau, ich muss sagen, ich habe jetzt eine Saison verloren, mehr oder weniger, weil mir viel Holz weggeschimmelt ist. Es kann sein, dass es sich auf 4 Jahre rauszieht. Das heißt, ihr habt gute Gründe, hier 4 Jahre lang diesen Kanal zu sehen. Und ihr werdet sehen, wie ich ein richtig geiles Lehmhaus haben werde. Ich habe jetzt schon in mehreren verschiedenen Häusern gelebt. Und ich denke, ich werde den Sand aus meiner Strömung holen. Dann werde ich mir sehr wahrscheinlich Sandsäcke kaufen. Und da kommen wir auf das Thema jetzt Leben ohne Geld. Wie weit will ich das überhaupt? Ich habe da ja schon ein Statement-Video gemacht, ein Real-Talk-Video. Weil das 100% autarke Leben will ich gar nicht. Ich habe es ausprobiert, ich habe es getestet, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt. Ich will es nicht. So Sachen wie auf mein Auto verzichten will ich nicht. So Sachen wie auf Internet verzichten will ich nicht, habe ich schon öfter geredet. Hier gibt es wirklich 1-2 Leute, die komplett ohne Geld leben. Und die kenne ich mittlerweile sehr gut, das sind Freunde von mir und so ein Leben will ich nicht. Weil ohne Spaß, jetzt immer nur mit Pferd rumzureiten, niemals in die Stadt zu gehen, das ist wirklich ein Leben, das ich nicht will. Du bist dann praktisch auf deinem Land mehr oder weniger gefangen. Einmal, weil du so viel Arbeit hast und wenn du dann noch Kinder hast, die du zu verpflegen hast. Das ist wirklich eine Passion, die man haben muss, wenn man das wirklich machen will. Wer weiß, vielleicht bekomme ich die in 11 Jahren. Aber aktuell habe ich vor, wenig Geld auszugeben. Zum einen wäre das das Dach. Also so ein Naturdach zu bauen, ist extrem schwierig. Da braucht man an die 3 bis 5 verschiedene Schichten. Ich müsste mir Bretter selber machen. Habe ich schon mal gemacht, aber für ein Dach in der Größe, was ich will, müsste ich wahrscheinlich 1 Jahr lang nur Bretter schneiden und Moos sammeln, Büsche sammeln, Kork als Isolation und so weiter. Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich bevorzuge mir lieber ein isoliertes Wellblechdach zu kaufen, weil da ist man hundertprozentig sicher, dass es alles luftig ist, feuchtigkeitsgeschützt und dein Haus nicht in 5-6 Jahren schimmelt. Überlegung Nummer 2 sind Säcke. Ich möchte ja also ich bin wirklich noch am Überlegen, ob ich entweder ein Fachwerkhaus baue, so wie man es früher gemacht hat. Das heißt mit Holz und Weidestöcken und dann Lehm mit Heu reinmachen. Das heißt, dort hätte ich dann Kosten für Lehm. Oder ich mache ein Sandhaus, dort hätte ich dann Kosten für Sandsäcke. Und genau, das heißt, ganz um die Kosten herum kommt man nicht. Aber ich bin der Meinung, das ist trotzdem noch autark. Also das vergleicht es immer mit Veganismus. Der eine sagt, er ist vegan und dann kauft er aber im Supermarkt irgendwelches Gemüse, wo Insektenvernichter benutzt wurde. Wenn man ganz streng ist, dann ist das auch nicht 100% vegan. Und ehrlich gesagt ist mir das auch egal, wie ihr das definiert. Ich mache mein Ding und ich habe vor, ohne Geld zu leben oder mit freiwillig Geld, nenne ich das mal eher. Und schau dir gerne nochmal mein Real Talk Video an, ich verlinke es dir hier. Und wenn du Interesse hast an dem Thema Leben ohne Geld, klick gerne hier hin. Und das Allerwichtigste, abonniere meinen Kanal und hinterlasse ein Abo. Vielen Dank, euer Robin.